Einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Mein Name ist die Außenkryptografie. Wir fangen mit den Bitcoin-ETF-Nachrichten an. Es ist tatsächlich schon 2 Wochen her, seitdem die Freigabe von Bitcoin-ETF waren. Und seitdem ist natürlich einiges von Grayscale insgesamt, das sind über 30 Milliarden dort, gebunkert rausgeflossen. Und dieser Outflow, praktisch Leute, die endlich aus dem Grayscale raus wollten, oder auch Leute, die seit dem letzten Jahr, als die ersten Bitcoin-Anträge von BlackRock reingegangen sind, ja, damals waren noch fast 20% Arbitrage-Möglichkeit gewesen. Ich habe damals schon gesagt, hey, ja, ich werde mich positiv auf Bitcoin positionieren, aber nur bis zu dem Zeitraum, wo tatsächlich die Freigabe passiert. Denn bis dahin ist alles nur Spekulation, ja, und so wie erwartet, die ganzen Influencer, vor allem je größer, desto schlechter. Alle haben gesagt, oh, Bitcoin, ETF, Bitcoin, ja, nächstes Jahr im März, noch vor dem Halving werden wir 6-stelligen Bitcoin sehen, und wie die alle gejubelt haben. Und ich habe damals gesagt, hey, bis dahin ist alles Hype. Ja, es wird immer in den Nachrichten kommen, Bitcoin wird Ethereum um einiges outperformen, allein dadurch, dass es eben mehr Aufmerksamkeit auf sich lenkt, aber ja, eben nur bis zur Spitze. Ja, und die Spitze ist eben diese ETF-Freigabe. Warum? Naja gut, die ganzen Leute, die sich praktisch spekulativ positioniert haben, um diesen Arbitrage auszuwählen, die natürlich sind fast 10 Milliarden, die raus wollen, und natürlich auch die Leute, die in Grayscale gefangen waren, weil die 2021, ja, vielleicht sogar mit tatsächlich Prämien oben on top das Ding zu teuer einkauft haben, die sind endlich in der Lage, aus dem Ding rauszukommen. Und ich habe gesagt, ja, ein Teil, ein kleiner Bruchteil wird vielleicht zu den anderen ETFs fließen, aber ein großer Teil werden natürlich an der Stelle sich davon entfernen. Und ja, und das ist eben auch die Lage aktuell, wenn man sich das mal anguckt. Ne? Wir hatten bis zum, ich glaube, vor 2-3 Tagen tatsächlich sogar noch über 1 Milliarde insgesamt an Inflow und mittlerweile schon nur noch 3/4 Milliarde. Und ich gehe davon aus, dass wir hier insgesamt noch sehr, sehr lange brauchen. Denn bei dem aktuellen Tempo kann man davon ausgehen, dass mindestens noch 4 bis 8 Wochen, eventuell sogar bis nach dem Halving, diese ganze Abverkäufe aus dem Grayscale passieren wird. Und da muss man auch bedenken, gerade dieses Halving ist natürlich auch ein Event. Alle sagen, oh, jedes Mal Halving, da geht es nach oben. Aber wir sind mittlerweile an einem Schwellenpunkt angekommen, wo nach dem Halving sehr, sehr viele Miner nicht mehr lukrativ arbeiten können. Und wie es da letztendlich sich auch diese Ordinals und so hinbewegen können, um das Ganze zu stützen, zeigt sich heute zumindest noch nicht nachhaltig. Man teilt zeitweise, sind die Ordinals sowieso mit ihren Transaktionen bei 10% der gesamten, was die Miner verdienen, aber das ist noch von weit davon entfernt, die ganze Chain nachhaltig zu finanzieren, allein durch die Transaktion. Und das heißt, wie nach dem Halving sich alles gestalten wird in dem ganzen Markt, vor allem bei Bitcoin, das weiß heute keiner. Ich gehe zumindest langfristig immer davon aus, dass diese ganze ETF-Geschichte, das habe ich auch in einem extra Video dazu gesagt, langfristig ist das positiv für ETF, weil sehr viele Leute, die zuvor immer gedacht haben, Bitcoin, wie in den Medien gesagt, ist was Scam und das nur für eine Black Market und natürlich auch für Geldwäscherei benutzt. Und jetzt ist es endlich legitim geworden, dadurch, dass auch die Größten jetzt ETFs anbieten, in den USA, und natürlich auch die Leute in den Medien mittlerweile anfangen umzuschwenken, aber die wenigsten wissen davon Bescheid. Das heißt, dieser Kaufdruck, ja, der sich ganz, ganz langsam erst aufbaut, ist natürlich an der Stelle viel, viel geringer als der Verkaufsdruck von den Leuten, die schon drin sind, die endlich die Möglichkeit haben, rauszugehen. Der ist natürlich massiv. Ja, und solange dieser massive Verkaufsdruck da ist, gehe ich davon aus, dass der Bitcoin definitiv noch nach unten gehen kann. Meine Einschätzung ist irgendwo 35k, vielleicht sogar in Richtung 30k. Ne? Das könnten wir sehen. Wie gesagt, ich bin mittlerweile, habe meine Position wieder teilweise vom Bitcoin zurück auf Ethereum geschiftet, weil ich davon ausgehe, dass in den nächsten Monaten Ethereum besser performen könnte als Bitcoin, weil Ethereum ETF, ihr wisst ja, steht vor der Tür. Und wir haben natürlich auch sowas hier. Ja? Nicht nur Mt. Gox, aber auch zum Beispiel hier USA, der Staat. Ne? Die ganzen beschlagnahmten Bitcoin, die auch, sollen auch noch abverkauft werden, und dann letztendlich auch noch sowas hier. Das ist natürlich auch lustig an der Stelle, dass Bitcoin, also Bitwise, eines der führenden Bitcoin-ETF, ja, die ihren Bitcoin-Adresse gepostet haben und haben gesagt, hey, wir sind die allerersten, und das haben die natürlich gut gemacht. Das ist eine gute Marketingstrategie und auch Werbung, und um zu zeigen, dass sie sich gut damit auskennen. Ich meine, den Normalo ist das egal, aber das lustigerweise an der Stelle, kurz nachdem die ihren Bitcoin-Halte-ETF praktisch Position, die Adresse publiziert haben, hat jemand aus Spaß 69.000 69, 169
Bitcoin, aber nur die Satoshis auf die Adresse geschickt. Ja, ich meine, es dauert, es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis genügend andere Leute ihren Sachen dahin schicken. Was passiert? Naja gut, das ist ja alles nicht über den ETF gelaufen, sondern einfach auf der Blockchain gelaufen. Und jetzt ist damit natürlich der ETF überbesichert. Das heißt, es sind mehr Bitcoin in der Adresse drin, als ETF insgesamt rausgegeben. Ja, ich denke mal, das ist jetzt kein Problem. Ja, die werden das irgendwie schon handeln. Aber ich meine, stellt euch vor, jemand schickt da 100.000 Bitcoin rein, ohne einen ETF darüber laufen zu lassen, dann wäre das Ding natürlich plötzlich überkollateralisiert. Sehr, sehr lustige Geschichte auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir zum Ethereum-Lager. In den letzten Tagen auch extrem in Twitter-Diskussionen gewesen und alle haben drauf gehakt. Manche haben bejubelt, andere haben drüber geschimpft, vor allem aus dem Bitcoin-Lager und so weiter. Ja, AWS und so. Ne? Ihr wisst ja, diese gleichen Argumente immer. Ja, das ist nicht dezentralisiert und das ist alles nur Schein und Sein. Und das war tatsächlich bis vor etwa einer Woche noch der Fall gewesen. Man muss natürlich unterscheiden. Dazu habe ich auch technischen Videos auf meinem Sender gemacht, diese zwei Layer bei Ethereum. Ne? Einmal der Execution Layer und dann das Consensus. Auf dem Consensus Layer haben wir bei Ethereum schon eine sehr, sehr breite Streuung. Das heißt, wir haben da vier Clients, die haben alle relativ große Marktanteile und da ist die Diversifikation schon relativ weit vorangeschritten. Aber das Problem ist in der Execution Layer, das heißt praktisch, das kann man sich vorstellen, ja, wie der Rechner, der ne, Computer, der zu Hause steht, der RAM, ja, der CPU und so weiter, das ist praktisch die Recheneinheit. Ihr gebt da Befehle rein, das sind eure Transaktionen, das rechnet irgendwas für euch aus und das, wo drauf schreibt, das ist praktisch das Consensus Layer, da werden die Daten reingeschrieben. So, was passiert also, wenn ein Majority Client wie der Gas, wie bis vor ein paar Tagen, das ist praktisch, die haben über 80%, damals sogar 85% des gesamten Marktes gehabt. Was passiert, wenn ein Gas Client einen Fehler hat? Ne? Das ist dieses Szenario, was alle an die Wand malen, praktisch das schrecklichste Szenario, was Ethereum passieren könnte. Na gut, normalerweise natürlich so, wenn der Client ein Problem hat, das kann zwei Sachen passieren. Eins, es ist plötzlich dann fängt es an zu stottern oder hört komplett auf, das zu bearbeiten. Das ist noch der bessere Case. Nämlich, wenn es tatsächlich aufhört, das heißt 85% des Netzwerkes Ethereum hört auf, Transaktionen zu verarbeiten. Die anderen, BSU und so weiter, ja, die werden weiterverarbeiten, aber da die nur so einen kleinen Bruchteil des Netzwerks sind, können die nicht die Transaktion finalisieren. Das heißt, solange bis Gas wieder anläuft, werden die natürlich praktisch eine nicht finalisierte Chain haben. Das ist noch, wie gesagt, relativ entspannt. Aber, und es ist aber, was passiert, wenn man gestern Fehler existiert, aber Gas das nicht merkt und einfach weiterschreibt? Ne? Das heißt, da baut Gas praktisch mit dem maximalen Majority auf 85% auf eine Chain, die falsch ist. Und dann hätte man natürlich einen Chain-Split, denn auch wenn Nethermind und Bezo und so richtig bauen, können die natürlich nicht Gas überstimmen. Das heißt, deren Chain wird nicht gültig werden und alles, was auf der falschen Chain baut, muss natürlich irgendwann wieder entweder zurückgerollt werden oder irgendwas Großes gemacht werden. Und das war natürlich der Worst Case, praktisch der nukleare Case, wo man sagt, man muss den Social Layer aktivieren, um das Ganze zurückzurollen und sonst was. So ähnlich wie der DAO damals, aber ist noch schlimmer, weil natürlich heute viel mehr Geld drauf ist. Und daraufhin haben Leute gesagt, hey, wenn ihr Gas benutzt, bitte weg von Gas, benutzt irgendeines der anderen Clients. Und da seht ihr schon, so eine Strategie, ja, Multi-Client wird immer als positiv verkauft, natürlich bis zu dem Zeitpunkt, wo es nicht mehr positiv ist. Denn was wäre denn passiert, hätten wir keinen anderen Client als Guest, also praktisch so wie bei Solana und alle anderen Chains, die haben nur einen Client. Wenn der Fehler hat, na gut, es gibt nur eine Chain, es gibt keine andere alternativen Chain, also kann man ganz sicher sein, wir sind sowieso alle auf der einen Chain. Ja, wir entscheiden uns jetzt einfach dort, das Ganze zu korrigieren und so weiter. Da kann sich niemand drüber beschweren. Ne? Und das heißt, man hat natürlich den Vorteil durch den Device Diversity, aber nur bis zu dem Zeitpunkt, wo es tatsächlich zum Nachteil wird. Und deswegen haben alle gesagt, ey, alle müssen jetzt weg von Gas. Gas darf nicht so hohen Prozentzahl vom Markt insgesamt haben. Und das hat tatsächlich ein bisschen gewirkt. Denn die großen Entitäten wie Lido und auch Allnodes und so haben direkt gesagt, hey, wir haben umgeschwenkt, wir haben fast alle unsere Knoten, ja, Nodes, die wir betreiben, von Gas wegbewegt, fangen jetzt an, die Minority Client zu betreiben, das ist auch gut. Und da ist Coinbase, ja. Wenn Coinbase allein ihren Knoten alle oder zumindest Bruchteile davon umschwenken würden, würden die 10% und 15% Netzwerkes ausmachen. Das würde schon fast ausreichen, damit Gas nicht mehr maximal Majority Client in dem ganzen Netzwerk ist. Und das würde natürlich so ein Worst Case, ich gehe nicht davon aus, dass es wirklich passiert, aber man kann es niemals zu 100% ausschließen. Ist zumindest, da sieht man, dass in Ethereum Ecosystem, diese Strategie der Social Enforcement, wie man das so sagen kann, oder sag ich mal, die Leute zu bedrängen, etwas Gutes
für das Netzwerk zu tun, manchmal tatsächlich auch Früchte tragen kann. Finde ich super an der Stelle, dass sowas überhaupt möglich ist, ne, dass so ein Social Consensus Layer praktisch das Ganze nach vorne treiben kann zum Guten des gesamten Netzwerks. Und kommen wir zum nächsten. Wir haben an dieser Stelle nämlich sowas hier, ja, nämlich ne, auch Bitcoin-Leute, die sagen, ja gut, wir haben den letzten Meilenstein erreicht, wir sind jetzt legitim im Auge der TradFi, was machen wir, ja, damit ne, noch mehr Geld bei uns reinfließt und nicht zu den Altcoins und so weiter, weil Bitcoin natürlich als führende Figur der gesamte Kryptosektor, ja gut, wir reden einfach alles andere schlecht, was es denn da draußen gibt, nur Bitcoin ist legitim. Aber, und das ist aber an der Stelle, wie kann man jetzt das Ganze begründen, weil natürlich auch Ethereum zum Beispiel, ja, und auch anderen Coins haben natürlich Future auf der TradFi-Plattform und es ist nur eine Frage der Zeit, bis dort natürlich auch dann der Spot-ETF da ist. Ja gut, die sagen, das ist alles nur Gambling, ja, und Bitcoin aber dagegen nicht und Bitcoin ist das Einzige. Ich meine, das sind einfach so viele Fehler in den Behauptungen, 3 Minuten Behauptung von dem guten Jack Mallard drin. Ich meine, ne, der wollte damals schon auch was Gutes für El Salvador machen mit seinen Unternehmen und so weiter, aber das ist eben das Problem. Sehr viele Leute beschäftigen sich nur mit einem einzigen Thema, ne, sind vielleicht auch ihr eigenes Thema Experte, aber auf allen anderen Seiten, beziehungsweise alle anderen Themen, haben die keine Ahnung. Und da, deswegen ne, blubbern die halt viel Müll vor sich hin. Und dieser Mensch hier hat tatsächlich die 3 Minuten von dem Jack Mallard aufgegriffen und alles korrigiert, was da drin falsch war. Finde ich wirklich interessant. Ja, lasse ich euch einfach da sowas hier. Und kommen wir zum nächsten, nämlich Arbitrum. Ja, Arbitrum an der Stelle, ihr wisst, Arbitrum, Optimism und natürlich auch Base, das sind die Chains, die immer noch ihren Daten auf Ethereum runterschreiben. Die profitieren natürlich davon, wenn die 44, 84 kommen, ja, vermutlich März oder April rum. Das heißt, da können die dann ab dem Zeitpunkt, denkt dran, das wird nicht sofort sein, denn die müssen natürlich nachdem 44, 84 durch ist, auch die eigene Chain upgraden, bis die das überhaupt nutzen können. Ja, man geht davon aus, vielleicht 1-2 Wochen später ist es dann bereit. So, und dann ist natürlich so, das wird dann günstiger werden auf den Chain, aber die schreiben immer noch Daten zurück auf Ethereum, auch wenn es nur in den Blobs ist. So. Jetzt gibt es natürlich die Chain wie Manta oder so, habe ich auch selbst getestet, die schon jetzt anfangen, wenn ihr auf L2Beat guckt, ja, es sind tatsächlich schon mehrere Chains, die jetzt so wie Manta anfangen, ihre Daten nicht mehr auf Ethereum zu schreiben, sondern irgendwo anders hin. Ne? Das kann man sich sogar übertrieben vorstellen, wie die haben sich einfach selber einen Computer in den Keller gestellt, nennen den Computer XYZ, ja, und schreiben dort die Daten runter. Das ist sag ich mal, ganz einfach abstrakt beschrieben das gleiche, wie wenn die Daten auf Celestia schreiben würden. Celestia ist natürlich auch eine Chain, ja, ist nicht ein Rechner im Keller, aber so praktisch vom Konstrukt her ähnlich. Das heißt, hat überhaupt nichts mehr mit Ethereum zu tun, nennt sich aber trotzdem Ethereum L2 Layer, weil die natürlich erstens mit Ethereum als Gas arbeiten und zweitens hauptsächlich durch Ethereum angebunden sind, was ihren Bridges angeht. So, aber ich habe schon damals gesagt, meiner Meinung nach sind es keine echte L2 mehr, aber das ist nur eine Frage der, sag ich mal, Begrifflichkeiten und der Definition, und es ist nun mal so, dass die meisten Leute immer noch irgendwelchen großen Sender wie Bankless hinterherlaufen und Bankless sagt, hey, das ist trotzdem alles L2, Rollups und so weiter, solange die, was mit Ethereum auch annähernd zu tun haben, sind das Rollups. Gut, muss jeder verstehen für sich selbst, was das bedeutet, und ja, ich erwarte auf jeden Fall da einiges an Konkurrenz für die, aber, und es ist aber an der Stelle, zum Beispiel Manta und Co., ne, die geben nicht mal 1/1000stel des Geldes aus, was Arbitrum, Base und Optimism ausgeben, um die Daten auf Ethereum zu schreiben, aber geben die es wirklich weiter an die User? Ich habe zum Beispiel selbst Manta getestet, jetzt schon fast eine Woche. Ja, erstens, super schlechte Qualität, was die natürlich die Transaktionsverarbeitung angeht und natürlich auch die Daten, das stockt nur ohne Ende, und zweitens, die Fees sind trotzdem irgendwo zwischen 2 Cent und 10 Cent. Ja, das heißt, das verglichen, klar, es ist ein Drittel günstiger als Arbitrum, aber dafür lässt sich nicht mal 1000stel von den Geldern, ne, selber ausgeben, heißt das nichts anderes. Was heißt das? Die stecken selbst alles ein. Na, ich meine, schön für das Team, ne, aber naja gut, der Token was davon, nix. Aber das Team verdient sich doof und dämlich daran, dass die Leute keine Ahnung haben und so eine Chain benutzen. Naja gut, ich meine, muss nicht schlecht sein. Man sollte nur wissen, womit man zu tun hat. Und kommen wir zum nächsten. Wir haben Jupiter. Jupiter ist natürlich Solana, eines der Schlüssel- und Dreh- und Angelpunkte. Und als Aggregator, Bridge und so weiter, ich habe einen extra Sender auf meinem Kanal gehabt, darüber vor kurzem, und die werden innerhalb der nächsten 4 oder 5 Tage, die haben gesagt, Ende Januar ist tatsächlich das Ganze soweit, die werden mit dem Token rauskommen. Da muss man sich keine Illusion hingeben und jetzt plötzlich hingehen und anfangen mächtig zu traden und sowas, denn der Snapshot ist vor 3 Monaten gewesen, November 2023, das heißt, hättet ihr davor oder habt ihr davor etwas getan auf der Plattform, über Jupiter getradet oder geswappt oder irgendwas gemacht,
dann seid ihr natürlich legitimisiert für dieser Airdrop, der jetzt kommt. Aber für alle anderen, der Token wird sehr interessant sein, weil natürlich, ich habe auch vorgestellt, die haben ja auch diesen Teil des Tradings bei sich, mittlerweile 80 Millionen Kapital da drin, das ist so ähnlich wie GMX, aber mit einer extrem hohen Rendite, fast 100%. Das ist halt typisch für Solana, weil dort sehr, sehr viel Fee anfällt, was nicht von den MEV-Bots wie auf Ethereum-Blockchain abgegriffen wird, und das fließt alles zugute der Liquidität-Provider hin. Und somit ist natürlich so eine Chain, selbst wenn die Trader an der Stelle gewinnen kurzfristig, dadurch, dass sie sehr, sehr viel ansammeln, können die an der Stelle zu einer GMX outperformen, definitiv wie ein Markt. Aber denkt dran, Sicherheit sind die weit, weit hinter GMX, sowohl was Audits angeht und natürlich auch was Länge und Stabilität angeht. Das heißt, da muss man unbedingt vorsichtig sein, wie viel Geld man hineinsteckt. Nicht einfach alles rein. Und eine letzte Sache, nämlich sowas hier. Ja. Dieser Satoshi, warum schreibe ich das? Ich habe auch meinen Kanal drüber berichtet. Ne? Satoshi VM, ich habe gesagt, das ist vom Technischen her sehr, sehr interessant, die Chain. Ja. Ich kann das natürlich nicht selbst verifizieren, denn das ist alles ZK-Technologie. Ich bin da zu weit raus, selbst mit IT-Wissen. Aber das ist auf jeden Fall, wenn sich das wirklich etabliert und so herausstellt, dass es wirklich das ist, was es ist. Ja, nicht nur das, wofür die sich verkaufen. Das ist nun mal alle. 90% der Chains da draußen sind was komplett anderes als das, wofür die sich verkaufen. Ne? Bestes Beispiel, ich sage mal DeFi-Chain. Aber ja gut, Satoshi VM, technisch sehr interessant, aber ich habe nie da drin auch einen einzigen Cent investiert, und ich habe damals auch im Video nie darüber gesprochen, nie darüber zu investieren. Ich wusste noch nicht mal zu dem Zeitpunkt, dass sie einen Token haben. Aber wir hatten sehr viele Influencer an dieser Stelle, sieht man, die das Ganze gepusht haben ohne Ende. Und was ist jetzt lustigerweise passiert? Na ja, gut, die ganzen Influencer fangen sich selbst gegenseitig an zu beschuldigen, wer zuerst gedumpt hat oder wer von wem die Token gedumpt hat oder vor anderen, weil natürlich der Kurs komplett gecrashed ist. Ja, das war einfach nur ein Cash-Grab gewesen. Heißt nicht, dass die Technik dahinter nicht stimmt oder schlecht ist. Heißt nur, dass durch den Token, diese Token-Emission, was die zu diesem Projekt gemacht haben, alles praktisch ins schlechte Licht gerückt worden ist, und vor allem durch Influencer. Und das ist eben, will ich euch als letzter Punkt mitgeben, was Influencer 2024 und 2025 angeht. Es werden sehr, sehr viele Influencer geben. Ne? Und das Wichtige an der Stelle ist nicht, den Influencer einfach zu folgen und blind zu folgen, sondern zu unterscheiden, was sind tatsächlich Geschichten, die Leute verkaufen. 90% Leute, ja, da brauchen wir uns keine Illusionen hinzugeben, die haben keine Ahnung von Krypto. Die folgen einfach den Influencer, was sie sagen, und glauben den auch. So. Und jetzt ist der wichtigste Punkt für die, die wirklich erfolgreich sind. Ihr müsst für euch unterscheiden können, was ist wahr und was ist falsch. Denn das, was falsch ist, wird auch gut laufen, vor allem wenn es in Bullenmarken angeht. Aber das ist nicht nachhaltig. Das heißt, es wird früher oder später komplett abstürzen ohne Ende. Und dann ist natürlich wichtig für euch zu wissen, okay, die Welle wird kommen, ja, von den Leuten, die keine Ahnung haben, die von Influencer vorangetrieben werden. Und wenn ihr da die Welle reiten wollt, müsst ihr einfach früh genug rauskommen. Na, sobald natürlich ihr sagt, hey, der Punkt ist für mich erreicht, ich habe genügend Gewinn gemacht. Das Ding hat keinen Hand und Fuß, also raus damit. Und nicht einfach denken, oh ja, in 2 Jahren, in 5 Jahren wird es den kompletten Markt. Ja, jetzt haben wir gestern auch Chainlink, PayPal, das wird kommen, das wird die Welt erobern. Diese ganzen Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was es überhaupt ist dahinter, und einfach den Influencer folgen. Also unterscheidet euch von denen, die 90%, die blind den Influencer folgen, dann könnt ihr definitiv an der Stelle auch erfolgreich sein. Und das war es auch schon heute von mir für euch aus dem Krypto-Café. Mein Name ist Digi. Ciao, ciao.